Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Oh nein! Was ist passiert? Mein Bus ist kaputt gegangen. Wie soll ich all die Leute heute nur zur Arbeit bringen? Aber ich muss zur Polizeiwache. Die brauchen mich dort. Oh nein! Ich muss in den Zoo. Wer füttert sonst die Tiere? Und ich muss zu meiner Eiswagen. Ohne mich gibt es keine Eis. Morphle, verwandle dich in einen Bus. Dann können wir den Leuten helfen. Ja, wir bringen sie jetzt zur Arbeit. Oh nein! Morphle, spring! Wir müssen der Frau auf der Straße ausweichen. Danke, Mila und Morphle. Danke und tschüss. Sehr gerne, Polizist Freeze. Jetzt müssen wir nur noch den Eisverkäufer zu seinem Eiswagen zurückbringen. Wow, was ist los? Oh nein, jetzt komme ich nie zu meinem Eiswagen. Morphle, versuch mal aus dem Strahl rauszukommen. Morphle, pack Raketen an den Bus. Bellissimo! Du hast uns gerettet, Morphle. Ja, wir haben es geschafft, Morphle. Alle sind rechtzeitig zur Arbeit gekommen. Zu spät zur Schule. Ah. Elefant! Hey, pass auf! Ja, all das Wasser ist fast wie eine Dusche und Banditen sind gern dreckig. Weißt du, wir könnten die ganze Stadt dreckig machen. Ja, aber wie machen wir das? Ich bin sicher, es gibt dafür ein magisches Haustier. Mit der Macht des schleimigen magischen Haustiers namens Slimy werden wir die ganze Stadt mit Schleim bedecken. Ja, Schleim, Schleim, Schleim. Wir müssen sie aufhalten, Morphle. Verwandle dich in... Nicht in meiner Stadt, Kinder. Was fällt euch denn ein? Wir müssen die Banditen fangen. Ihr müsst erstmal den ganzen Dreck, den ihr gemacht habt, wegputzen. Oh, aber... Kein Aber, junge Dame. Ich komme bald wieder, um zu sehen, ob ihr den Schleim weggeputzt habt. Komm, wir putzen so schnell wie möglich. Morphle hat eine Idee. Das ist super, Morphle. Und jetzt den Banditen hinterher.
Polizist Freeze einschleimen. Morphle, sprüh den Schleim mit deinem Wasser weg. Was? Ihr schon wieder? Ihr könnt sofort anfangen, die Feuerwehrwache zu putzen. Okay, Polizist Freeze. Wow, guck mal, Morphle. Überall, wo der Schleim war, ist jetzt viel sauberer als vorher. Er ist wie eine Art magische Seife. Wir waschen den Rest des Schleims weg. Haben wir das nicht gerade eingeschleimt? Ja. Wir haben alles weggeputzt. Und jetzt waschen wir euch auch. Oh nein, tut ihr nicht. Wir sind richtig sauber, Jan. Ich weiß, Stein. Ich liebe es. Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist... Du musst so groß sein, um mitzufahren. Vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Yay! Yay! Wuhu! Ja! Ja! Wie war's? Es war mega toll. Erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphle. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich. Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphle. Tut mir leid, Miss. Aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut. Aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld.
Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen. Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsen sein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphel mag Geschichte nicht. Wow, dir passt heute ja gar nichts, Morphel. Sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das heitert dich immer auf. Schneller. Hä? Morphel, pass auf. Sorry. Lass uns eine Sandburg bauen. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphel. Hey, Morphel, das ist nicht nett von dir. Popcorn! Leckeres Popcorn! Ma, du bist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow! Morphel, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein. Morphel wollte nicht Frühstück. Morphel wollte spielen. Ach so! Warum warst du heute also so schlecht drauf? Du hast
nichts gegessen. Oh. Also, Morphel, hau rein. Geht's jetzt besser, Morphel? Ja. Fühlst du dich jetzt besser nach dem Essen? Ja, jetzt Morphel glücklich. Hallo zusammen. Wir werden uns verschiedene Gefühle ansehen. Morphel, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Wir sind die Eiscreme-Banditen. Wir stehlen die ganze Eiscreme. Ja. Banditen, gruselig. Ja, du hattest Angst, als die Banditen kamen, um dein Eis zu klauen. Und dann fiel dein Eis auf den Boden. Da warst du bestimmt richtig traurig. Marvel traurig. Das nächste Gefühl ist Wut. Marvel ist sehr wütend. Ja, du bist wütend geworden, weil die Banditen dein Eis ruiniert haben. Ja. Hey, Mila und Morphel, es gibt ein Gefühl, das ihr nicht erwähnt habt. Überraschung. Wow! Affen! Affen! Hi, Zoowärter Kenneth. Was ist los? Oh, die Affen sind verschwunden. Sie geraten immer in Schwierigkeiten und ich mache mir Sorgen um sie. Wir können sie finden. Ja! Echt? Das wäre super. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Also, wo könnten die Affen nur sein? Morphel weiß nicht. Ah, ein Affe? Wir haben wohl den ersten Affen gefunden. Aber wo ist er? Er ist dort an der Decke. Graf hat die Schwerkraft des Affen verändert. Ja. Und jetzt will er an der Decke bleiben. Morphel kann ihn fangen. Ja! Geschafft! Super! Wo die anderen Affen vielleicht hin sind? Bist du sicher, dass ein Affe auf dem Meer ist? Wow, Affe! Oh nein, ein Hai! Affe, hilf! Wir müssen den Hai wegjagen. Ich habe eine Idee. Und dann.
Sorge, Affe. Wow! Wir müssen nur noch den dritten Affen finden. Affe! Hi, Wolkenmonster und Affe. Oh, hallo. Ich habe einen neuen Freund. Das ist super. Aber wir müssen den Affen und seine Freunde zurück in den Zoo bringen. Oh, okay. Aber du kannst mit den Dreien im Zoo spielen. Wirklich? Wir sind zurück und haben einen Freund mitgebracht. Super, da seid ihr ja. Das ist Barry. Er hat eine Einladung von seinem Neffen Frank bekommen, der im Dschungel lebt und er würde ihn gern besuchen. Aber ich kann den Zoo nicht unbeaufsichtigt lassen. Könntet ihr Barry in den Dschungel begleiten, Mila und Morphle? Natürlich, Zoowärter Kenneth. Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. Nicht zu nah dran, Morphle. Der Vulkan ist echt heiß. Okay, Barry. Wo lebt dein Neffe Frank? Für Detektivin Mila und Detektiv Morphle. Mag Frank Bananen, Barry? Dann muss er die hier bei einem Spaziergang fallen gelassen haben. Wenn wir den Bananen folgen, finden wir Frank. Verwandle dich in einen Löwen, Morphle. Danke, Morphle. Ja, zurück zur Suche. Oh nein, guck mal. Der Elefant lässt all die Bananen fallen. Nicht Frank. Du willst, dass wir dir folgen? Oh,
aber nett. Danke für die Party, alle zusammen. Verwandle dich in einen Hubschrauber, Morphle. Ist alles okay? Ich weiß, was dich aufheitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Kommt und schaut. Das ist mein neues Jugendserum. Ich zeige es euch an meinem Assistenten. Das ist so süß. Welpe. Heilige Reagenzgläser, Morphle. Wie kümmere ich mich bloß um ein Baby? Oh, weia. Morphle, du musst sie zu Papa bringen, während ich ein Gegenmittel erfinde. Oh, weia. Morphle? Papa! Oh, oh nein! Mila, nicht weinen! Mila, hungrig? Traum. Ich hab geträumt, ich wäre ein Baby. Wie albern.